Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Elden Ring, beziehungsweise nicht nur heute, wahrscheinlich auch die nächsten Tage. Dark Souls habe ich ja schon mal auf der Switch gespielt und ja, Dark Souls 3 sind wir gerade mittendrin. Soll es auch nicht abhalten, Elden Ring zu starten. Demon's Souls haben wir auch schon gespielt für die PlayStation 5. Also von daher finde ich es, glaube ich, ganz angebracht, wenn wir jetzt hiermit mal starten. Ich bin gespannt. Ich habe mich nicht spoilern lassen, noch habe ich mir irgendwas angeguckt darüber, denn das finde ich so ein bisschen langweilig, wenn man schon vorab alles weiß. So, wir gehen mal ins System rein. Ich will mal gucken, ob man da irgendwas einstellen kann, was jetzt so Bildrate priorisieren oder Qualität. Wir nehmen mal die Bildrate. Schnell ist immer besser. HDR ist an, genau. Gut. Fangen wir direkt an. Ich bin gespannt. Ah, okay. Erstmal jemanden aussuchen. Vagabund. Kann man da irgendwelche Effekte? Okay, cool. Guck mal. Also Vagabund. Gut. Was ist das hier? Arkanenergie 9. Also ein bisschen Zauberei ist auch nie verkehrt. Oh, es gibt sogar den Helden. Was kann der Held denn? R11, Arkanenergie. Der Bandit hat Stärke 9. Stärke 16 hat der Held. Ui. Der haut ja ganz gut rein, denn... Stärke, hier, Bandit, Astrologe. Gibt es noch den Propheten, Samurai, der Gefangene. Ich entscheide mich einfach mal für den Helden. Und wir wollen männlich spielen, genau. Name, klar kriegt er einen Namen. Und zwar nennen wir ihn... Schandmaul, nein, Schansen. Vor allem ist das Schandmaul vorschlägt. Oh, verrückt. So, Alter. Oh, ein bisschen erwachsen sind wir schon. Ursprung. Welt. Andenken. Was gibt's denn da? Die Vergangenheit ist ein für alle Mal Vergangenheit. Rotes Bärenschamäleon erhöht die maximalen Lebenspunkte. Zwischenlandrune. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Goldene Saat. Verstärkt angeblich Heiligflaschen. Asche. Ein goldener Samen, Treibung aus dem Zwischen, okay. Asche der Vampirwichte, gesprungene Töpfe. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Steinschwertschlüssel, betörende Äste. 5 Portionen gekochtes Garnelenfleisch. Ich glaube, wir nehmen einfach dieses rote Bernstein für ein bisschen mehr Leben. Grundlage, Detail des Aussehen, beenden. Oh, kann man hier noch irgendwas einstellen? Oh, die Stimmen. Die Stimmen, kann man die hören? Hinüber. Hautfarbe, die ändere ich gerne. Nicht ganz so eine, nicht so eine ganze blasse mehr, ein bisschen dunkler. So. Gesicht und Haar ändern. Okay, Gesichtsstruktur. Boah, man kann da so viel einstellen. Ist mir eigentlich immer ganz egal, weil man sieht den ja sowieso kaum. Die Augen vielleicht. Ich stelle mal meine Augenfarbe ein. Grün. Und... Oh. Gesichtsbehaarung. Okay, ein Bart finde ich immer gut. Und zwar eine geile Porno-Leiste, oder? Ah, hier, mit so einem Backenbart auch noch. Perfekt. Oh, dann würde ich aber ganz gerne meinen. Dann würde ich mein Haar doch noch ändern. Eine andere Frisur haben. Was gibt's denn da so? Oh, hier. Tatsächlich würde ich so ein bisschen wuschelig machen hier. Perfekt. So. Den lassen wir auch direkt so. Ein Tattoo. Was gibt's denn da so? Ach, nur dieses Vernarbte, ne? Das ist doch cool. Ja, so kleine Dinger über den Kopf. Die machen wir aber schön weiß. Bam. Bisschen dunkler vielleicht so. Perfekt. Gut. Ich würde sagen, das war's. Speichern wir als Favoriten. Okay. Und dann machen wir... Das war's dann für mich, ne? Fangen wir direkt an. Yep. Ich bin gespannt. Kommt auf jeden Fall ein Intro, behaupte ich mal. Alles andere wäre auch Quatsch. Na, geht nichts los? Fallen leaves tell a story.
across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Okay. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Across the fog, to the lands between. No, geht's jetzt los? To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Okay, gut. Finden wir uns hier schon zurecht? Was kann man hier so... hier steht doch was. Ach, guck, hier ist eine Nachricht wieder, ne? Preiset Nachricht. Na. Preiset Nachricht. Da können wir uns was holen. Runzliger Finger des Befleckten. Okay. Ich hatte nicht erwartet, dass Herr Geste... Und wir gehen mal direkt raus hier. Okay, Kapelle der Erwartung. Ah, Glückseligkeit. Also ich glaube, man muss hier so ein bisschen erkunden, weil es ja diesmal eine Open World ist. Guck mal, da hinten ist doch irgendwas. Warum ist denn der da runtergesprungen? Gibt's da irgendwas? Vorsicht vor Springen. Warum soll ich das auch machen? Die sind ja alle tot anscheinend. Okay. Gut, da geht's anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir mal hier vorne runter. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob man irgendwas hier an der
an der Helligkeit oder was es da auch immer ist, lösen können. Es sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus bei mir hier. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so aussieht. Bildqualität anpassen. Also die Helligkeit ist hier auf 10. Die würde ich mal so schon runtersetzen, vielleicht auf 6. Die Sättigung. Okay, die Sättigung sollte man vielleicht nur auf 5 lassen. Dass es nicht zu bunt wird, oder? So vielleicht. So. Und hier, was ist das für eine maximale Helligkeit? Keine Ahnung, wir lassen es mal so. Oh, ist doch ein bisschen nicht ganz so verrückt aus, oder? Okay. Ist hier irgendwas? Oh, hier geht's um die Ecke. Ah, da sind's. Gut. Wollen wir die Brücke marschieren? Was steht denn da? Fernkampf versuchen. Fernkampf? Kann ich denn schon irgendwas? Habe ich irgendwas von der Ferne? Nee. Parade. Also die Mechanik bleiben ja gleich wahrscheinlich, genau, okay. Also das Spiel an sich läuft ja jetzt, ich habe ja die Framerate eingestellt, läuft eigentlich gut. Ich finde aber nicht, dass das stabile 60 sind, das glaube ich nicht. Da müssen wir mal nachbessern. Kommt mir eher vor wie, weiß ich nicht, als ob das ein bisschen schwankt zwischendurch. Nun gut. Also hier sieht es schon aus, ob da gleich irgendjemand kommt. Da hinten ist nämlich schon ein Tor. Also müssen wir da einmal durch und dann kommt da bestimmt ein Gegner. Oh, da kommt schon einer. Eieiei. Oh. Eieiei. Der haut ja auch schon... Ich habe noch nicht mal... Mist. Alter, gleich der Erste, der haut aber ganz schön gut rein, das Viech, du. Heieiei. Den müssen wir nochmal versuchen. Das war schon ganz schön. Ich habe ja nicht mal irgendwelche... Okay, passiert irgendwas? Ich habe ja nicht mal irgendwelche Tränke oder so. Ich kann gar nichts machen gerade. Das ist ärgerlich. Oh ne, überspringen wir aber nicht. Was für ein Gaul. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Hm? One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Okay. Das gehört also mit dazu. Der erste Kampf, den man gar nicht, man hätte den gar nicht gewinnen können, anscheinend. Obwohl, naja, wollen wir nicht sagen, irgendwelche Freaks schaffen es natürlich auch, den nur mit der Faust zu besiegen. Aber für Normalos wie uns, oder wie mich, war es unmöglich. Ah, jetzt haben wir die Flaschen bekommen, okay. Die Estus. Ah, heißen anders hier wahrscheinlich, ne? Okay. Gut. Ta
tapfer befleckt, er wagt den Sprung. Können wir runterspringen? Bin ich wahrscheinlich gleich sofort tot, oder was? Sollen wir da runterspringen? Och, das ist, fängt ja gleich schon wieder super an hier. Die Hartanzeige. Ah, okay. Warum immer hoch? Okay, soll ich mal versuchen, da runter zu springen? Man kann jetzt aus dem Stand springen, das ist natürlich ganz cool. Pass mal auf. Okay. Gegenstände benutzen. Chaos versuchen. Warum immer Regen? Hm? Ach, guck mal hier. Orte der Gnade, das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure Lebenspunkte und Flaschenpunkte wieder her und befreit euch vom Statusleiden aus und werden alle heiligen Flaschen aufgefüllt. Durch die Rast kehrt der große, eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhaltet ihr als Informationsobjekt und könnt ihr jetzt über euren... Okay. Gut. Also sind das sozusagen die Bonfire, also die Feuer, ne? Cool. Kamera, hä? Ah, okay, warte. Die haben aber gut dezimiert. Ist das ein schwacher Feind? Ja, ist es. Nein! Ah. Kurz ein Dings ausprobieren, machen wir gleich beim nächsten. Gegner voraus, ja. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr die Waffe in der linken Hand und mit beiden Händen. Schild und besonders. Okay, verbraucht Ausdauer, okay. Komm so. Nein! Noch einmal probieren. Ich muss kurz den Angriff erkennen. Okay, funktioniert immer noch. Sehr gut. Ausweichen, ja, mit Rolle. Ja, okay. Okay, das ist eine Art Tutorial hier. Springen. Das finde ich ganz cool mit dem Springen. Also das hat mich bei den anderen Spielen so genervt. L und B für Sprinten. Das hier. Im Zwischenland findet ihr in jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr zur Herstellung von Objekten nutzen. Okay. Cool. Zwei hier nicht versuchen. Ah, okay. Ihr könnt für jede Hand bis zu drei Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr Waffen beidhändig, aber hört ihr auch Angriff zu 50% und Gegner könnt ihr vielleicht mit einem Schild abwehren. Oh! Okay, das war schnell. Ich komme nicht hinten rum, leider. Trink mal kurz was. Hm.
So. Mal richtigen Moment abwarten, ne? Okay. Man kann wechseln? Okay, nehmen wir erst mit denen. Ah, das ein. Ah, okay. Okay. Talente. Waffen haben Talente, also besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Okay, warte, nochmal. Okay, ist doch dumm. Übrigens nochmal, bevor er zuhaut. War das mein Talent? Um den Spacko zu blocken? Nee, ne? Anscheinend schon. Okay. Hatte nicht etwas das stiller Verbündeter um so. Ducken. Duckt euch, um schwere Gegner entdeckt zu werden. Achso, besonders effektiv mit hohen Grasangriff von einem Gegner, der nicht bemerkt hat. Mehr Schaden. Okay. Das ist natürlich cool. Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen, um euch die Chance auf einen kritischen Treffer zu gewähren. Mit aufgeladenen Sprungangriffen ist es besonders einfach, die Haltung. Erhalten, Sturmangriff. Beim Springen, Sprungangriff. Okay. Okay, das geht. Ah, okay, gut. Gut, gut. Marikas Fehle. Wenn er stirbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Falls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Okay. Das ist ja cool. Das ist was Neues, oder? Gehen wir mal rein. Soldat Godricks, okay. Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort den Gegner ausführen. Oh. Okay. Mann, der kommt auch so langsam angelaufen. Okay. Mit anderen zu killen. Das ist so schwer eigentlich, aber habe ich mich dumm gemacht, ne? So, habe natürlich alle meine Sachen verbraucht, was natürlich blöd war, aber naja. Gibt's hier irgendwas? Das war jetzt wahrscheinlich so ein Tutorial-Gegner. Klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber kann es auch egal sein. Ach, jetzt kommen wir hier hoch, längs.
neu, Stärke. Auch so eine Geste oder was? Okay. Hier runter, ne? Dann geht's ja hier oben weiter wahrscheinlich. So. Ah, guck mal. Ein Feuer wieder. Können wir noch rasten hier? Ja, okay. Rasten wir gleich mal, damit wir alles wieder aufgefüllt bekommen. Kann ich Zauber lernen? Über das Menü Zauber lernen, könntest du Zauber lernen. Aber ich habe ja noch keine Zauber, ne? Nee. Okay. So, und alle meine Sachen wieder aufgefüllt dann? Nein. Hatte ich hier gerade nicht. Raus, ich putze dich dran. Ja, okay, perfekt. Was hat er hier für mich? Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für ein Koop-Mehrspieler-Partie aufrufen. Als Krummfingergast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung auf. Okay. Cool. Was steht hier? Geheimgang voraus, Angriff versuchen. Okay. Das ist ja irgendwie Quatsch wieder, ne? Also die Leute schreiben auch jedes Mal Scheiß. Ist das ein Geheimgang? Kommen die mal auf sowas? Das ist doch echt blöd. Wieso schreibt man auch so einen Quatsch? So. Wir spielen schon fast eine halbe Stunde, sind nicht mal aus dem Tutorial raus hier. Also da geht's hoch. Mal gucken. Jetzt, das sieht doch noch was aus. Lime Grave oder Limgrave. Oh, hier können wir ein bisschen was sammeln. Da ist ein Bonfire, das nehmen wir jetzt wieder mit. Ups. Cool. Verlorene Gnade entdeckt. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Nutzt eure Karte, um aktuelle Positionen der Terrain und die Gebäude der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente im Stehlen entlang und der Straßen findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Guck uns die Karte mal an. Ah, okay. Höhle des Wissens. Okay. Wow, das wird ein Riesengebiet hier. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Oh Gott. Okay, also das Ding zeigt mir den Weg hier, wo wir hin müssen, glaube ich. Da geht mal ein bisschen hier, vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas hier. Ach, das ist ja mal echt cool, mal einfach so eine freie Gegend zu haben. Das macht schon Laune, wenn es natürlich eine freie Gegend ist hier. Okay, er springt jetzt auch nicht so geil. Ne? Also, da hat vom Software natürlich noch aufzuholen ein bisschen mit... schon ist ein bisschen... Ein bisschen billig. Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen. Andere Spieler, okay. Das ist für den Koop gedacht, ne? Ui, was ist er denn da unten? Seht ihr den Reiter da? Ich glaube, den sollten wir mal noch nicht angehen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden hier. Da ist ein Esel. Ne, ein Schaf. Okay, die kann man einfach killen. Kann man nichts einsammeln, schade.
Okay, das ist noch ein Schaf. Wir gehen mal hier längs. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Guten da. Alter, ist das groß. Ja, ich kann auch längs gehen, okay. Bin schon erkunden hier, ne? Ich habe immer Angst, dass gleich um die Ecke irgendwas kommt, weil das ist ja nur mal From Software und da passiert ja nun mal immer viel Schrott. Wenn man auf einmal tot ist, ne? Ja, von 1-2 Sekunden. Mhm. Ich glaube, die ganzen Materialien sollte man sammeln nach und nach. Hier sind wieder so ein paar Bären. Ach, guck mal, die kann doch plündern, siehst du? Hab ich doch schon gedacht. Oh, ein cooler Strand da. Oh, guck mal, die Viecher da. Also, das ist ja mal gigantisch groß. Dieser Baum in der Mitte sieht einfach nur fett aus, oder? Guck dir das mal an. Das ist schon, das sieht schon imposant aus. Gut. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinlaufe die ganze Zeit. Oh, da unten sind Viecher. Irgendwas ist da im Wasser. Und hier können wir diese roten Bärchen einsammeln. Rova-Frucht heißt das, okay. Mal mit. Ist ja. Aber man sieht es selber, man sieht es auch. Ne? Das sind keine vollen 60 Frames hier die Sekunde. Das ist schon so ein bisschen gedrosselt. Ne? Was ist gedrosselt? Aber. Und das muss man sagen, bei der Series X müsste das eigentlich schaffen, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass das eine mega Grafikpracht ist hier. Ne? Kann man ja auch mal kurz so sagen. Früchte einsammeln. Hier ist ein Pilz. Okay, müssen wir mal gucken, was man damit alles machen kann. Erinnere mich ein bisschen an Breath of the Wild, so dieser Anfangs. Da, leuchtet. Ach, guck mal hier. Ein Feuerchen. Verlorene. Da sitzt jemand. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Cool. Das sieht aus wie so ein Heinzelmännchen. You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Wie viel Geld habe ich denn? Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Gebrauchsgut. Macht es möglich, weiß nicht. Achso, okay. Was ist das? Handbuch des normannischen Krieges. Erweitert das Handwerksrepertoire. Okay. Ah, hier, ein paar Zauber. Flasche der wundersamen Arznei. Ruin eines Wegpunkts. Was kann das denn? Ein Notizverkauf von einem normalischen Händler enthält Informationen zur Ruin eines Wegpunkts. Weitere erfährt man nur, wenn man dafür zahlt. Hm. Was ist das? Das, was bringt mir das denn? Soll ich das mal kaufen? Was ist das? Ich nehme das auch mal mit dir. Keine Ahnung, was es ist, aber... Schauen wir uns das mal an. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Okay. Goodbye. Nice to do business. Ich will mal kurz gucken bei mir im Inventar, was es ist jetzt. Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt, sie fallen lassen oder wegwerfen. Okay.
Da. Untersuchen mit X. Eine Notiz verkauft von Erneuschen. Eine Flasche der Wundersalzwein liegt noch immer in der dritten Kirche von Marika, nördlich des Nebelwalds. Überquert die Brücke der Hochschule und folgt dem Pfad. Ah, okay. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunktes an der Straßen. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunktes an der Straßen durch Limgrave. Ach, das sind so Tipps oder was? Okay. Gut. Was ist das hier? An Schmiedetischen könnt ihr schmieden. Wenn wir einen Schmiedestein bekommen. Waffen verstärken. Schmiedestein. Dafür brauche ich Kohle. Habe ich noch nicht. Hätte ich mal mein Geld nicht ausgegeben. Hätte ich schon meine Waffe verstärken können. Oder? Aber vielleicht können wir noch was verkaufen an denen. Pass mal auf. Was soll ich was verkaufen? Nee. Haben wir nicht was zum Verkaufen? Hier. Okay, davon kriegt man nicht so viel. Sprießendes Horn. Das können wir verkaufen. Sprießende Horn. Jetzt? Können wir unsere Waffe verstärken? Sollen wir was machen? Ach, zusätzliche Objekte. Okay, da fehlt uns. Okay, wir brauchen zwei. Wir haben nur einen. Gut. Okay. Verweilen wir mal kurz hier. Dann gehen wir raus. Gut, dann gehen wir mal hier rausgehen und gucken, ob wir noch mehr Sachen finden. Also, Materialien finden ist anscheinend nicht so doof, denn. Da können wir auf jeden Fall ordentlich. Huch. Das sieht nicht so aus. Da können wir auf jeden Fall ordentlich. Kann ich gerade mal gucken? Ach, ich sehe. Da kann ich auf jeden Fall ordentlich. Wie nennt sich das? Geld mitmachen. Da läuft doch einer. Da schleichen wir uns mal ran. Ich kann ihn von hinten platt machen, ganz schnell. Wenn er sich jetzt nicht umdreht. Ah, guck mal. Okay. Hier können wir ein paar Sachen sammeln. Erdenblattblume. Was ist da denn? Eine Schildkröte. Oh! Eieiei. Ich wollte die Schildkröte platt machen, kann ich das auch? Schildkröten, Halsfleisch. Okay. Da ist auch noch irgendwas. Was sind das denn für Viecher da? Will die auch killen? Vorsicht vor Saatgut. Okay. Oh, die streuen Gift. Okay, wegen Gift haben wir noch nichts. Dann lassen wir das mal in Ruhe, ne? Da wollen wir nichts mit Gift, wollen wir nichts zu tun haben. Da ist noch so ein Gegner, oder sehe ich das falsch? Was ist das denn hier? Wurzelharz. Oh, da ist einer. Noch einer da hinten, den holen wir uns auch noch. Okay, plündern können wir hier nicht. Aber hier ist noch eine Blume. Da liegt noch ein bisschen Wurzelharz. Wer weiß, für was man das gebrauchen kann. Das sammeln wir mal alles ein.
aufpassen. Okay, der läuft weg. Ich hätte wie Obelix gerne mal so einen Wildschweinbraten gehabt, aber naja, was soll's. Wo will er hin? Da oben ist ein Feuer. Da liegt ein Pilz. Packung voraus. Packung. Ach, guck mal, ein Feuer. Okay. Perfekt. Untersuchung. Dieser Bahnhof ist jetzt aktiv. Oh, wollte ich nicht. Scheiße. Na egal. Lass mich hier reingehen. Okay, jetzt ist es dunkel. Und nicht zu knapp. Das sind Wölfe. Okay. Da leuchtet irgendwas Grünes hier oben. Höhlenmoos. Oh, ich glaube, die haben mich entdeckt. Oh, da sind einige an Wölfen. Können die alle hochhüpfen? Oh, ui. Verdammte Axt. So, einmal trinken wir noch was. Ah, guck mal, ich kann plündern. Gesprungener Topf. Gucken wir gleich mal, was es ist. Da sind nochmal zwei Wölfe. Glühstein. Dreimal bekommen, okay. Was ist das hier? Goldene Rune. Na guck mal, das ist doch für irgendwas Nütze bestimmt. Und das hier? Silbernes Glühwürmchen. Also man kann hier wirklich viel sammeln wieder. Hoffentlich läuft das nicht in so eine Sammelwut raus. Oh, da ist noch ein Wolf. Dünne Bestienknochen, okay. Gebt nicht auf, Skelett. Hm? Okay, da kommt was. Da gehen wir jetzt nicht rein, denn wir haben ja gar kein Leben mehr. Wir gehen nochmal zurück, frischen auf und dann versuchen wir den vielleicht, oder? Das andere macht jetzt nicht so viel Sinn. Deswegen gehen wir zurück. Boah, ist auch echt dunkel hier, ne? Ist ja die Hand vor Augen nicht. So. Gut. Aber ich glaube, das war's für heute. Sonst wird es auch viel zu viel Zeit vertreiben. Was kann man dann machen? Bis zum Mittag, bis zum... Ach, guck mal. Okay. Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.